Donauinselfest, das geht erneut über die Bühne. Was ist denn so besonders eigentlich, Herr Friedrich? Was würden Sie sagen? Was macht hier diesen Charme aus? Ja, das Donauinselfest ist eine Institution und eine der stärksten Wiener Marken. Seit dem Jahr 1983 feiern wir mit den Wienerinnen und Wienern das wahrscheinlich großartigste Fest, das es überhaupt gibt. Heuer das 41. Mal und wir sind schon voller Vorfreude. Und man kann sagen, es vereint so einiges, oder? Party, grandiose Musikacts und viel Kulinarisches. Das auf jeden Fall und dazu auch eine ganze Menge an Rahmenprogramm. Wir haben heuer ein neues Inklusionskonzert, wir haben Fitness, wir haben Yoga. Also da tut sich ganz, ganz viel auf der Insel und wir freuen uns auf alle, die kommen. Ja, aber wo alle, die kommen, wie viel kommen denn eigentlich so im Durchschnitt aufs Donauinselfest? Naja, nachdem wir ein Gratis-Festival sind, gibt es keine offiziellen Zahlen, aber es sind definitiv sehr viele. Sehr schön. Ein ganz großes Thema natürlich, wenn so viele Leute aufeinandertreffen, sind die Sicherheitsvorkehrungen. Und viele sind vielleicht noch nicht so ganz klar darüber, was man eigentlich darf, was darf man nicht. Vielleicht könnten Sie uns da aufklären. Ja, ein Fest wie das Donauinselfest hat ganz besonders viele Sicherheitsvorkehrungen. Also was darf man? Man darf mitnehmen eine 0,5 Liter Flasche für Getränke. Man kann selbstverständlich diese Flasche auch auffüllen. Man kann mitnehmen Snacks. Bitte keine Regenschirme mitnehmen aus Sicherheitsgründen. Lieber einen Regenponcho, den verteilen wir auch. Und ansonsten steht dem Feiern eigentlich nichts im Wege. Und von Rucksäcken und Sessel, was manche, glaube ich, schon mitnehmen wollten. Ich nehme an, auch da gibt es mittlerweile strengere Auflagen, oder? Ja, also Sesseln bitte daheim lassen. Es gibt ausreichend Sitzmöglichkeiten. Und was die Rucksäcke betrifft, bitte nur bis zu einer Größe von A3. Für alle, die das noch aus der Schule kennen, das ist das, was man beim Zeichnen auch mitgehabt hat. Wer wird die Sicherheitskontrollen dann durchführen? Wir arbeiten mit einigen Unternehmen zusammen. Insgesamt bis zu 400 Securities, die vor Ort sind. Unglaublich. Generell ja einige Mitarbeiter, oder? Einige hundert. Wissen Sie circa die Zahl, wer das so mitwirken wird, damit das ein großer Erfolg wird? Also wir haben 500 Ehrenamtliche mit an Bord und insgesamt gehen wir davon aus, dass es ca. 3500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, die das Fest betreuen. Unglaublich natürlich. Und vielleicht auch noch ein Punkt, weil es gerade so aktuell ist, die letzte Generation, die hat jetzt schon gesagt, die werden da ein bisschen Radau machen. Sind Sie auch darauf vorbereitet? Hat man da die Securities vielleicht ganz besonders gecoacht und geschaut, bitte schaut genau, was da in den Taschen ist? Ja, also wir sind sowohl mit der Polizei als auch mit den Securities im permanenten Austausch. Wir sind vorbereitet. Ich glaube auch nicht, dass das Donauinselfest der richtige Ort ist, um seinen Protest kundzutun. Ich nehme das Bedürfnis der Wahrnehmung, klar, nehmen wir wahr und sind vorbereitet drauf. Aber ich glaube, es gibt vernünftigere Örtlichkeiten als das Donauinselfest. Und abschließend noch, was man natürlich nicht beeinflussen kann, ist wie jedes Jahr das Wetter, oder? Und auch da wurde ja schon einiges prognostiziert. Es könnte ein bisschen wieder stürmisch werden. Was glauben Sie? Wird alles gut überlaufen? Wir sind erfahren genug, um auch mit dem Wetter umzugehen. Wir hoffen natürlich auf trockenes Wetter, aber garantiert man nie.